Moin moin, liebe Leute, zu einer neuen Folge Terranigma. Ich hoffe, ich habe es jetzt auf die Reihe bekommen. Das war nochmal eine Stunde Arbeit jetzt und unzählige Emulatoren. Aber jetzt bin ich bei einer sehr neuen Version, kann ich auch mal sagen, bei einer sehr neuen Version von SNES 9X, die 1.58, das momentan die neueste Variante ist vom Dezember letzten Jahres. Ich habe jetzt alles durchprobiert. Higan, RetroArch, das läuft immer noch nicht wirklich flüssig. RetroArch, ZSNES, ältere Versionen von SNES 9X, SNES 9XE, X. Es ist zum Kotzen. Ich habe nichts gefunden, was taugt. Langsam gebe ich nicht mehr den Emulatoren die Schuld. Wo gehe ich hin? Hier hin? Genau, dann sind wir wieder da, wo ich eben gestorben bin. Das ist ja an sich schon mal nicht die dümmste Entscheidung. Jetzt probieren wir es hier einfach noch weiter. Aber zumindest die Version von dem Emulator hier hat die Möglichkeit, Input-Lag zu reduzieren. Was für mich jetzt schon mal viel wert wäre. Weil das mit ein Hauptproblem für mich ist. Der Input-Lag ist sehr puppy. Und das war's. Nummer 1, dann... Ich weiß immer noch nicht, was passiert, wenn man stirbt. Bekommt man EP abgezogen? Das wäre eine logische Konsequenz eigentlich, ne? Aber wenn ich ein bisschen weiter hier rüber kann... Jawohl, genau das wollte ich. Dass ich die Spinne ab und zu mit erwische und damit resetten kann. Natürlich Risiko, dass das Vieh von da hinten aus jetzt schießen würde. Oder natürlich genau das macht, nämlich nach links läuft, sodass ich es nicht treffe und dann nach unten. Ja, genau das. Okay. Noch habe ich sie unter Kontrolle, jetzt nicht mehr. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt. Kontrolle verloren. Perfekt, okay. Die beiden Skelette dote. Oh shit. Shit. Nein, nein, nein. Genau das wollte ich nicht. Ich wollte sie nicht. Nein, nein, nein. Nicht trennen. Oh Gott, es ruckelt genauso wie vorher. Ach Mann. So, ich nehme mal schwer an, dass die Spinne auch durch die Wand schießen kann. Aber vielleicht kommt sie gar nicht dazu. Das wäre nice. Ich habe mich bis jetzt mit den Spinnen noch gar nicht befasst. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie stark die sind. Wie viel Schaden die machen können. Doch, Schaden können sie viel machen. Also, ohne die neue Rüstung beim letzten Mal haben sie mir 40 Schaden gemacht. Das war schon recht unangenehm. Was zum... Ach so. Ach, shit. Ja, es explodiert. Natürlich. Komm, lass mich hin. Nein! Oh, come on! Mann! Irgendwie ist echt... Die Welt ist gegen mich momentan. Das ist wirklich ein Albtraum. Egal, was ich mache. Leck mich am Arsch. Oh, hab ich ein Karma, ey. Was bist du denn? Eine schnellere und vermutlich viel, viel stärkere... Was? Blut... Gerippe erholt sie. Erholt sie? Okay. Ich hoffe mal, dass in euch keine Seelen drin stecken, weil. Nope. Das gefällt mir gerade. Was? Ach ja, der Magnetscheiß hier. Was? Warum? Warum? Manchmal sollte man Spiele einfach doch nicht mehr spielen, weil die Erinnerung daran schöner war als die Wirklichkeit. Hitbox, Schwachsinn, ey. Okay. Dich kriege ich noch down. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Was? Wieso denn jetzt auf einen Schlag? Erklär mir das mal. Es macht gar keinen Sinn. Ach. Es macht überhaupt keinen Sinn. Keiner von uns hat sich nur einen Millimeter bewegt, aber plötzlich werde ich getroffen. Es ist... Ja, und es macht immer noch 30 Schaden. Ey, das hier ist... so unglaublich nervig gerade. Können wir einfach nochmal von vorne anfangen? Das hier ist...
Warum bin ich überhaupt hier in diesem Raum? Ist hier irgendwas außer unfassbar ekelhafte... Ach. Tut mir leid, ich bin so genervt gerade. Wenn du so viel scheiß Hardware- und Software-Stress an der Backe hast, der dich nervt und der dir einfach die sämtliche Freude raubt, und dann hast du noch so eine Arschlochstelle gerade. Ich brauch gerade mal so ein bisschen Erfolgserlebnisspiel, bitte. Das ist gerade echt anstrengend. Wirklich anstrengend. Ich bräuchte irgendwas, was mich aufbaut, sonst schmeiß ich es jetzt hin, ey. Das nervt. Wirklich. Nervt. Geh mir aus dem Blick. So, ist hier jetzt irgendwas oder nicht? Nein. Hier ist absolut gar nichts. Hier ist nicht mal ein scheiß Durchgang. Das kann doch nicht sein. Warum? Warum? Hä? Warum ein gigantischer Raum voll mit Gegnern, wenn da drin nichts außer diese Gegner sind? Ja, keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier jeden einzelnen Gegner versuchen zu töten, in der Hoffnung, dass einer von denen Seelen abgibt, die ich brauche, aber... Also, ich bitte dich. Was? Okay. Sag nix. Nimm's hin. Sei frustriert. Lass es. Ja, keine Ahnung. Das war's, oder? Ne, ein Raum fällt mir noch ein. Ein Raum, wo ebenfalls ein Skelett ist, das ich aber ebenfalls nicht vernünftig killen kann, weil in Verbindung mit diesen blöden Spinnen hier scheinbar das ultimative Böse in diesem Palast sind. Und dann... Ach ja, nee. Hier war ja nur diese... Ja, ach, vergiss es. Hier war ja nur die Kiste mit dem Item, das ich schon hab. Was auch immer das sein soll. Ja, nee, dann weiß ich es wirklich nicht. Dann... Kein Plan, dann bleibt mir nichts anderes. Als jetzt zum Boss zu latschen, oder? Ich habe keine Highlight-Drops gekauft. Geschickt? Dann gehe ich jetzt zu dem Bossgegner und schau mal, was ich reißen kann mit der neuen Rüstung. Ja, wahrscheinlich genauso wenig wie vorher, weil ich habe ja keinen Schaden gemacht. Das war ja mehr das Problem als Rüstung. Ich kann mal probieren, Magie zu benutzen. Vielleicht hilft die bei dem Gegner. Oh Gott, und ich renne auch noch falsch. Ey, das ist wirklich... Es ist wirklich gerade verhext. Ich weiß gar nicht, warum ich heute aufnehme. Das ist so ein Tag, wo du von vornherein weißt, es funktioniert heute nichts. Warum zum Teufel schmeißt du überhaupt die Aufnahme an? Jesus. So, jetzt aber. Mein Gott. Ja, dein Körper. Mhm, dein Körper. So. Wie ging Magie? Zaubertruhe. Feuerring. Sonnenring. Probieren wir mal Sonnenring aus. Ne, was macht ein Sonnenring? Beschwört eine Lichtkugel. Probieren wir mal Sonnenring. Willst du mich jetzt verarschen, oder? Es wäre schon nett, wenn du mir vorher sagst, dass der Zauber instant rauskommt. Was? Ich stand doch mit dem Gesicht nach oben. Stopp mal, Moment mal. Was war denn das jetzt? Hat er mich getroffen in dem Moment, in dem ich gezaubert habe und mich damit gedreht? Oder was ist jetzt gerade passiert? Oh Mann, wie oft denn noch? Was zum... Ja, danke. Irgendwas, was aussieht wie ein Flächenschaden. Das wäre mal hilfreich. Es ist ein Flächenschaden. Ich fasse es nicht. Okay.
wir wissen nicht, was das jetzt gebracht hat. Aber ich mache ihn einfach nochmal. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ihn schon noch ein bisschen... Warum? Sturm! Ja, okay, reicht. Danke, Gegner tot. Und damit öffnet sich eine Brücke da oben. Ich krieg keine Belohnung. Alter, ey, das ist... Okay. Und er hat jetzt zweimal Atom und einmal Sturmzauber gefressen. Ich weiß nicht, wie ich den hätte platt machen sollen. Also ohne Zauber hätte platt machen sollen. Und es geht direkt weiter. Pausenlos. Immer noch ohne Heil-Items, jetzt auch mit wesentlich weniger Zaubern. Yay! Und nach Logik würde es ja bedeuten, dass das jetzt gerade mal einer von drei waren, ne? Zumindest klang das so in der Story. Oh shit. Okay, das wird nicht lange gut gehen, das hier, aber er steht jetzt sehr ungünstig. Wäre super hilfreich, wenn du dich verpissen würdest. Entweder im endgültigen Tode oder du gehst einfach. Wir können das auch friedlich regeln. Du gehst einfach nach rechts. Da muss ich auch hin. Oh nein, jetzt kommt dein Kollege auch noch dazu. Okay, auf Wiedersehen. Nein! Wieso diese Magnet-Rausgeh-Scheiße, ey? Der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Schnur hält den Opal. Okay. Ist das nicht ein sehr relevantes Item? Musste ich das wirklich machen? Kann ich noch weiter nach oben? Ich sehe halt leider nicht, ob ich noch mich bewege oder nicht. Okay, wir haben den Opal. Der Opal. Der Opal. Ins Bild, ne? Oh Gott. Oh, ha! Oh! Nun bin ich hier unten. Das ist aber... Das ist aber toll. Jetzt kann ich nämlich nach hier gehen. Verflucht, verschlossen. Und ich kann nach hier gehen. Oh... Dann kann ich hier wieder runter. Dann kann ich hier nach hier gehen. Verflucht, verschlossen. Verflucht, verschlossen. Oh, das ist schön. Das heißt, ich darf durch diesen ganzen Wurstsalat darf ich nochmal durch. Yay. Und nach unten komme ich nicht weiter, ne? Nee. Okay. Cool, Wurstsalat. Wäre tatsächlich schneller, wenn ich jetzt einfach sterbe. Was sowieso wahrscheinlich passieren wird, ob ich das will oder nicht. Als hätte ich es nicht gesagt. Ich werde mich nicht heilen. Kann ich das nicht... Warum kann ich das hier eigentlich nicht anheben? Das ist doch offensichtlich so eine Krugnummer, die ich anheben kann. So, checken wir noch die Seite aus, solange ich noch lebe. Oh, hi, Wachen. Wachen. Ui. Ui. Ha, Eispickel. Ha, Turmschlüssel. Ihr könnt mich mal, die Items kriege ich trotzdem noch. Das ist sehr angenehm jetzt. Was soll ich machen? Wow. Ja, ihr Nulpen. Okay. Gehen wir noch hier mal runter. Und hier auch noch runter. Ich will jetzt einfach nur so weit kommen, wie ich irgendwie gerade kann. Weil ich muss eh zurück in den Anfangs... Schnu, sieh dir das an. Jo,
Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht er sich, wenn man dagegen tritt oder und die Wand schiebt. Was? Okay. Achso, ach da, die Zahlen. Ich habe jetzt erst die Zahlen gesehen. Zahlenkombi, ja, bringt mir jetzt gar nichts, weil ich kenne keine Zahlenkombi. Dreistellig ist ein bisschen viel, um das auswendig gerade mal zu erraten. Aber ich muss wie gesagt, ich muss zurück. Ich muss ja den Opal in das Bild reinsetzen und da kriegen wir garantiert Infos. Ansonsten haben wir ja auch noch die Turm, den Turm, den man begehen kann. Vielleicht könnte ich da theoretisch sogar speichern oder mich heilen, weiß ich nicht. Jetzt laufe ich erstmal zurück. Hey, ich könnte nicht mich heilen, das ist so nah hier dran eigentlich. Hui. Aber no risk, no fun. Das Juwel des Auges scheint zu fehlen. Das Juwel des Auges, achso, muss ich wahrscheinlich ausrüsten, ne? Ach, das ist ein Opal. Oh mein Gott, ich wusste jetzt nicht, was hier von Juwel sein soll. Das sah alles sehr komisch aus. Das Juwel des Auges scheint zu fehlen. Echt nicht? Wird das Auge scheint zu fehlen. So wird das Auge scheint zu fehlen. So wird das Auge scheint zu fehlen. Wirklich nicht? Okay. Ich bin sehr fest davon ausgegangen, dass das passt. Schwarzes Juwel. Jetzt warte mal, mache ich hier was falsch gerade? Oder habe ich das richtige Item und weiß nicht, wie ich es einsetze? Oder habe ich das falsche Item? Schwarzes Juwel. Wo waren denn sonst noch Bilder? Oder irgendwas anderes, wo ich so ein Juwel reinsetzen könnte? Oh. Ich weiß es gerade nicht. Tja. Komisch. Naja, gut. Ich habe den Schlüssel. Also würde ich sagen, gehe ich jetzt mit dem Schlüssel zum Burgturm. Oder? Besseres fällt mir da jetzt nicht ein. Mist. Okay. Gehen wir zuerst rechts lang? Bei links ist weiter weg, also würde ich mal tippen, dass links der bessere Weg ist. Ich rüste den Schlüssel mal noch schnell aus. Vielleicht muss ich das ja hier oben irgendwo verwenden. Verflucht, verschlossen. Na, deswegen habe ich dann... Aha, okay, hier geht das. Weil die Taste habe ich eben auch gedrückt, für das Juwel zu benutzen und das ging nicht. Aha, 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 aha. Was ist das? Kein Geheimgang? Nee. Aha, aha, aha. Und hier geht's weiter runter. Ist eigentlich jetzt schon zu groß für meinen Geschmack. Würde ich eigentlich fast schon wieder gerne zurücklaufen, um zu gucken, was in der rechten Tür war. Wie habe ich das denn geschafft? So, an allem vorbei. Okay, ein weiterer von denen. Noch ein weiterer von denen. Okay, das sind jetzt normale Gegner geworden, ja? Okay, alles klar. Oh, Turmspitze. Yay, Turmspitze? Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Schnull, schau, die Wand des Turmes auf der anderen Seite. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Natürlich renne ich am falschen Turm hoch. Super. Doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Please don't.
Arschloch. Der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Den Topas. Schön. Dann bin ich sogar die richtige Turmseite hochgeklettert. Ein Erfolgserlebnis in diesem Spiel. Hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe. Ja, ich möchte aufschließen. So, das bedeutet aber, hier ist ein unnützerer Weg. Dann will ich natürlich erst recht wissen, was es hier gibt. Eine Sackgasse. Okay. Na, Kinders? Habt ihr Lust? Lalülala. Wupi, das kann gar nicht dauern. Bei 85 Schaden, die ein Zauber gemacht hat und nicht ausgereicht hat. Lü. Wehe, der bringt mir nicht Level 17. Wehe, die Tür geht nicht auf, wenn ich den kille. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Tür nicht aufgeht. Das sieht aus wie diese Zäune als Textur. Ich glaube nicht, dass die aufgeht. Aber es wäre so assi. Aber wir haben den Topaz. Also, wir können jetzt auch wieder raus aus dem Land, beziehungsweise wir könnten theoretisch sterben und hätten jetzt nicht den ganz großen Verlust. Apropos ganz großen Verlust, wo ist denn eigentlich meine Seele hin? Ach Quatsch, oh Gott, was ist los mit mir? Oh, fuck, ich bin so durch. Wo ist denn die Seele hin, hä? Oh, feier. Aber ich kann wieder ganz zurück und probieren, den Topaz einzusetzen. War der Opal vielleicht einfach nur ein Gag? Ich weiß es ja nicht. Also es klappt alles nicht so gut, wie ich mir das wünschen würde. Und es wird jedes Mal eigentlich schlimmer. Ich habe übrigens die Waffe gar nicht ausgerüstet, ne? Die Eislatte habe ich ganz vergessen. Könnte man vielleicht mal probieren. Ja, aber es wird wirklich immer schlimmer. Ich muss trainieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier der Dungeon war, an dessen Ende ich sowieso trainieren muss, bevor ich das überhaupt schaffen kann. Von daher, ja, führt sowieso kein Weg dran vorbei, nehme ich mal an. Level 18 bis 19 wäre jetzt gut. Würde ich mal tippen. Vielleicht sogar höher. Gesünder wäre es sogar noch höher. Aber das würde bedeuten, das hier offscreen zu machen für die nächsten 3 Jahre. Das demotiviert mich doch ein bisschen. Apropos demotiviert. Das ist jetzt... Der Moment ist gekommen, ihr kennt das bestimmt, wo man so lange auf den Gegner draufhaut und weiß, okay, irgendwann wird es zu Ende gehen. Aber das dauert so lange. Und man weiß aber, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt lohnt es sich nicht mehr aufzuhören und zurückzugehen. Das ist jetzt auch blöd, weil nicht, dass es jetzt nicht mehr so lange dauern würde, aber wir wissen alle im tiefsten Inneren, es wird noch so lange dauern. Es ist dieser Zwiespalt, der jetzt herrscht, mit dem ich nicht weiß, was ich tun soll, weil alles jetzt scheiße wäre. Spannend. Naja, und ihr so? Oh! Die Tür ist offen! Ich fasse es nicht, wollte ich sagen. Natürlich. Oh, gucke an. Kann ich diagonal? Nee, kann ich nicht. Kann ich diagonal? Nee, kann ich nicht. Kann ich überhaupt nicht springen. Bitte hör auf zu sprinten. Kristallsteinchen? Das hier ist alles übrigens Säure. Ey, wie komme ich zu dieser Kiste hin? Nein, so. Anhauen. Okay, du bist mein neues Opfer. Du stehst so schön alleine da und würdest mir doch nur auf den Keks gehen und mir Schaden machen. Also. Und ja, nach dem Gegner gehe ich sofort ins Inventar und rüste den anderen Speer aus. Um mal zu sehen, ob der hier einen Unterschied macht. Beim Boss werde ich den hier wieder nehmen, aber bei den normalen Gegnern hier vielleicht bringt er ja was. Mir fällt übrigens ein, dass wenn der Gegner hier explodiert, das ein bisschen eklig werden könnte. Okay.
Waffen, genau. Kann ich auch mal gerade gucken, wie der Wert von dem ist. Wie viel besser der sein soll. Plus 10. Plus 10. Alter. Das kommt davon, wenn man lange keine Items hat, ne? Und ein Abwehr-Elixier. Auch stark jetzt gerade. Oh. Oh, nee. Quatsch. Falsch. Falsch. Also zwischen all diesem Stress, den ich hier gerade mit Emulationskack habe, und zwischen all den fiesen Momenten, wo eine Kollisionsabfrage spinnt oder das Spiel einfach unfair ist, hat es immer wieder so Dinge, wo du genug motiviert bist, weil du einfach geile... Oh, oh, nee, 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 nee. Erstmal du ausprobieren. Oh, wow. Weil du einfach mal gut Schaden machst oder ein cooles Item findest oder irgendwas passiert, wo es dich motiviert, weiterzumachen. Das macht schon ganz gut. Ja, ich mache doppelten Schaden. Was immer noch sehr, sehr wenig ist. Aber das hier ist halt natürlich auch die schwächste Attacke. Trotzdem ein bisschen mehr hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Ei. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht zumindest so aus. Hand reinstecken, natürlich. Hey, das ist doch ganz egal, oder? Ein oder zwei Arme. Schnur steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Das war das berühmte Geräusch von Gift wird zu Wasser. Und einer aufflackernden Seele. Ist das nicht das Geräusch, wenn eine Seele aufflackert? Ja, ne? Aber ich sehe sie nicht. Wo ist die Seele? Oder wo ist irgendwas? Auf dem Schlosshof war auf jeden Fall noch Gift. Das ist der einzige Punkt, wo mir jetzt gerade einfällt, wo noch mehr Gift war. Wieso rennt der plötzlich nach unten? Ja, okay, hier ist jetzt auch alles entgiftet. Das macht diese ganze Ecke ja doch schon deutlich schöner, ne? Auch wenn ich trotzdem dieses Geräusch komisch fand. Naja, gut. Gehen wir jetzt erstmal wieder ganz zurück. Ah, guck mal. Sturmangriff mit 5. Ist schon mal nicht so schlecht. Oh, cool, wenn die Gegner unsichtbar werden. Das ist super angenehm. Kann man saugut kämpfen. So. Machen wir wieder No Risk No Fun. Okay. So, ich habe einen Stein für euch. Topaz. Kann ich den hier irgendwo bei euch reinpacken? Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Es ist weder ein Opal noch ein Topaz. Also, wo habe ich einen Denkfehler? Und noch mehr als das, habe ich gerade ein Problem, weil ich nicht mehr weiß, wo ich hin soll. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Wo war ich denn noch nicht? Wir waren im Thronsaal. Hat sich da irgendwas geändert? Außer, dass da jetzt halt wieder die Eumel sitzen. Nach unten war der Kronleuchterraum. Auch da hat sich nicht plötzlich magischerweise ein Weg geöffnet. Hier auf der Seite... Warte mal. In der Kapelle war... Hier sonst gar nichts, ne? Das war nur der Raum. Aber irgendwas muss doch auch mit den Seelen sein, oder? Aber, also ich sag mal so, es könnte ja durchaus sein, dass irgendwas mit den Seelen sein muss. Auf der anderen Seite, ich habe auch keine Gegner mehr gesehen bisher, die
einfach nur rumstehen als Statue und in die erstmal eine Seele rein muss. Also wenn es wirklich noch zwei Seelen zu finden gäbe, wo sollen die dann hin? So, und das hier verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich wirklich auch nicht. Was man hier machen soll. Noch einmal zur Sicherheit hier rein, aber da war ja auch nichts. Das hier ist komisch irgendwie. Hier war nur das eine Item, sonst absolut gar nichts. Okay. Hier war Gegner und die Truhe, genau. Und hier war noch ein Gegner und der Kristall. Und hier war was? Achso, die andere Seite mit dem Seiltanz. Ich bin überfragt gerade. Es tut mir leid. Also irgendwas... Irgendwas muss ich gerade falsch machen. Items miteinander verbinden kann ich ja auch nicht. Also irgendwas übersehe ich, irgendwas vergesse ich, irgendwas mache ich schlichtweg falsch. Aber es tut mir halt leid, ich weiß nicht was. Ich kann es mir gerade nicht zusammenreimen. Ich habe zwei Juwelen und es fehlen Juwelen in den Bildern, die ich da reinsetzen kann. Aber das wird nicht, das darf ich nicht machen. Also fehlt mir jetzt so ein bisschen einfach die Möglichkeit. Ich werde jetzt gleich sterben. Und das war das. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Die Folge ist eh schon viel zu lang. Ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht. Bei weitem nicht den, den ich gerne hätte. Ich werde jetzt kurz Heil-Items kaufen und dann werde ich abspeichern. Ich habe ein bisschen Fortschritt gemacht. Bei weitem nicht den, den ich gerne gemacht hätte. Ich habe zwei Edelsteine gefunden, von denen ich nicht weiß, was ich damit soll. Und ich habe einen dicken Gegner besiegt und ich habe das Gift im Schloss zu Wasser gemacht. Aber was mir das jetzt bringt? Absolut keinen blassen Dunst. Das ist übrigens alles deutlich schlechter als das, was ich habe. Das ist ja auch schon mal gut. Okay, naja, wir speichern mal. Und ja, um ganz ehrlich zu sein, ich werde jetzt gleich eine Lösung durchlesen, weil was soll ich sonst machen? Okay, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, Tschüsschen.